Was bisher geschah? In der letzten Folge waren wir auf mehreren Planeten, die alle doof waren und wir immer recht schnell wieder gehen mussten. Am Ende haben wir dann noch einen Sendeturm gefunden, der uns zu einem abgestürzten Schiff führen könnte. Und die Reise geht weiter im No Man's Sky. Es ist etwas Schreckliches passiert. Ich habe irgendwas bei der letzten Aufnahme versaut, sodass das, was ich da aufgenommen habe, weg war. So viel ist nicht passiert, was spannend war, aber wir wollten uns ja das abgestürzte Schiff angucken. Was wir jetzt verpasst haben. Es war nicht besonders toll, das Schiff war... Moment mal. Weltraum an einem... Oh nein, das... Oh, das ist neu. Sodass wir dieses Schiff verpasst haben. Es hatte, glaube ich, zwei Plätze mehr als das, was ich jetzt habe. Und ein paar Sachen schon eingebaut. Also das hatte ein Schild und eine verbesserte Waffe. Das Problem war nur, dass alles kaputt war. Das heißt, ich hätte alles reparieren müssen. Und dafür war mir das einfach nicht gut genug besser. Naja, wir haben auch einen Frachter gefunden. Also das sind diese Riesenschiffe, die hier öfter mal reinwarpen. Davon haben wir welche gefunden und hätten einen kaufen können. Oh, ein Glück sind wir gleich da. Und es hat sich so angehört, als ob die dann mit uns mitkommen, wenn wir den kaufen. Der Frachter... Ja. Hat 18 Plätze gehabt. Ja, wir sind schon weg hier. Das sind zwei gewesen, ja. Wir sind weg. Ach, vier! Hoho. Also 18 Plätze und das Ganze hätte 15 Millionen gekostet. Das ist noch ein bisschen viel. Aber am Ende wird es wahrscheinlich doch cool werden, wenn die auch immer mitkommen, dass man mal ein Lager hat, was hoffentlich nicht angegriffen wird. Ja, ob man das dann auch gegen Piraten verteidigen muss. Jetzt gucken wir aber erstmal hier, bevor wir uns noch weiter versuchen zu erinnern. Gucken, was die jetzt... Vielleicht schenken die uns mal Gefahrenguthandschuhe. Das wäre das Beste. Hallo? Brich zu Monolithen, lies und untersuche sie. Trainiere dein Gehirn, damit es zu diesen starken Beinen passt. Okay. Das Erkunden ist nichts anderes, als sich selbst zu finden, mein Freund. Rolo springt freudig davon ab, als ich mich nähere. Er scheint mich für einen Gleichgesinnten auf einer Reise voller Erforschung und Erfindung zu halten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Ethos teile. Natürlich, was? Rolo ist besonders fasziniert davon, was alles in meinem Hirn passiert, während ich mit fremden Sprachen und Kulturen interagiere. Kann ich solch ungemein unbekannten Konzepte wirklich verstehen? Habe ich eine begrenzte Lernkapazität? Das habe ich mich schon immer gefragt. Ja, okay. Sprachdaten. Oh, Stufe 3 oder höher haben wir auf jeden Fall. Der Gag lässt einen Apparat über meinen Kopf gleiten und zittert dabei vor Aufregung. Dann fummelt Polo fieberhaft ein paar Arkanmaschinen. Toll. Ganz toll. Und Ableckungen des Plasmas unberechenbare Flugbahn ermöglichen Feindtreffer. Und möglich, okay. Ja, ganz toll. Das brauchen wir natürlich. Mann, das war ja... Blöd. Oh. Oh, das hat mehr Plätze als das, was wir haben. Aber. Duelles Multiwerkzeug vergleichen. Ich mach mal vergleichen. Ne, ich hab's noch nicht gekauft. Okay, das Scanner hat er. Kampfverstärker Tau ist da auch drin. Den brauchen wir natürlich nicht. Strahlenintensivierer Theta ist auch drin. Kampfverstärker. Okay, das Kühlmittel ist auch drin. Ah, der. Plasmawerfer hier auch. Strahlenintensivierer. Ach so. Der ist da drin. Ach, den haben wir. Nee, Moment mal. Kampfverstärker ist was anderes als. Ach, Strahlenintensivierer ist. Moment mal. Da habe ich aber Theta und der hier. Der da auch. So, der hat beides. Aber.
Nee, auch so ein Blitzwerfer ist da nicht drin. Aber so viel besser ist denn auch nicht. Und so viel mehr Sachen können wir ja auch gar nicht, dass wir das jetzt, dass sich das lohnen würde. Mal gucken, was Nada noch zu sagen hat. Okay, willkommen. Erneute Unterstützung? Ja. Dich wieder Atlas Kontrolle unterstellen? Herz der Galaxie finden? Bedeutung? Die die Reise helfen. Ja. Also das, achso, das Ding ist, wir haben auch nochmal Atlas getroffen, der uns wieder nur einen Stein gegeben hat, wobei ich nicht weiß, was das soll. Und die Entscheidung war jetzt entweder weiter zum Herz der Galaxie oder Atlas. Die Wege haben sich da ordentlich voneinander getrennt und ich bin jetzt weiter Richtung Herz der Galaxie gegangen. Und da machen wir jetzt, nehmen wir mal eine Abkürzung. Ja, oder ist das ein Test? Ich will lachen. Moment mal, was erzählt dein Witz? Na, da ist, so verrät er, ein Kovax-Priester, der irgendwie vom Gruppenverstand losgelöst wurde und nun die Entstehung der Galaxie erforscht, äußert eine ziemlich gewagte Theorie. Unsere gesamte Realität soll das Experiment von jemandem sein. Eine Simulation. Ich will lachen, aber dann erinnere ich mich an den Atlas. So, schwarze Löcher finden, um mich zum Herzen der Galaxie zu bringen oder ein Geschenk akzeptieren. Okay, nee, ich will ein schwarzes Loch finden. Das wird vielleicht cool. So, hier komme ich leider nicht in die Karte. Okay, dann haben die leider wieder keine Handschuhe gehabt. Hier komme ich auch nicht rein, ne? Nee. Schade, ich will diese Handschuhe haben. Ich weiß nicht, wo man die herkriegt. So, ich glaube, das war's auch, was da passiert ist. Die Planeten, auf denen ich war, waren wieder sehr frustrierend. Da gab es wieder gar nichts. Außer ein paar Sachen zum Finden. Deswegen haben wir jetzt relativ viel Geld. So, wir versuchen jetzt mal... Wir gehen mal hier hin. Wir haben nämlich einen neuen Sendeturm gefunden, den wir, wo wir wieder ein Schiff finden können. Hoffentlich. Eine Ressourcenansammlung habe ich keine Ahnung, was das ist. Anscheinend viele Ressourcen. Obwohl das Symbol aussieht wie Heridium. Da werden wir mal gucken. Und eine Fabrik gibt es, wo ja immer ganz tolle Rezepte sind. Und eine Sache, die wir jetzt noch beim Fliegen machen können. Ich habe einen Gravitino-Ball kaufen können. Der hat 9000 gekostet, war gar nicht so teuer. Mit dem wir jetzt mal ein oh, den kann ich nicht bauen. Brauche mikrodichtes Gewebe. Habe ich noch Platz im Raumschiff? Ja. Und zwar braucht man dafür... Ach man, Eisen. Okay, dann müssen wir noch Eisen sammeln gehen. Ja, jetzt ist es leer. Okay. Dann werden wir da mal landen und dann gucken wir mal nach Eisen und dann bauen wir uns so einen Kälteschutzanzug. Den besten, den es gibt, muss man ja sagen. Dann werden wir vielleicht auf kalten Planeten besser zurechtkommen. So, es sind natürlich wieder Piraten aufgetaucht, die uns umgebracht haben. Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, war, dass ich Gold hatte. Da hatte ich eine ganze Menge. Und ich glaube, Aluminium ist auch weg. Nickel habe ich gerettet. Ja, da sind natürlich wieder alles draufgegangen. Zink, Titan, alles weg. So, und da müssen wir mal gucken. Ich bin jetzt, glaube ich, wieder an so einem Teil hier angekommen. An so einem ätzender Staub. Ja, geil. An so einem Ding. Wenn man hier losfliegt, dass man dann kein Plutonium braucht. Das kann sein. So, und die Schrift war gerade schon rot. Es ist extrem. Ja, natürlich ist es jetzt so ein Planet. So, achso, ich muss ja Eisen sammeln. Drück aber mal zum Verlassen. Ich renne dann schnell hier rein ins Haus. Oh ja. Extrem. Ja, das ist toll, dass wir jetzt so einen Planeten haben. Ich glaube, der ist selbst mit einem guten Schutzanzug. Ist das krass. So, gucken. Oh, was können wir hier machen? Gar nichts. Was der zu sagen hat. Wir haben ja jetzt auch ordentlich Platz. Wir haben nur nichts, was wir ihm schenken können. Ist im Raumschiff. Ja. Achso, wir brauchen ja Eisen. Mal gucken. So, Corvex können wir verstehen, mehr mal wieder nicht. Okay. Sie begrüßt mich. Ja, die Maske wird rot. Ja, sie will weiter forschen. Okay. Je mehr sie mich beruhigen möchte, desto ängstlicher wird sie. Nachdrücklich auf friedliche Ab... Ja, okay, ich lasse sie mal in Ruhe. Gucken, ob das was bringt. Ja. Bedanken sich für meine Diplomatie. Ich erhalte etwas. Ja. Das ist neue Technologie. Toll. Mann.
Noch mehr? Vorwex verbessert sich, ja. Wunderbar. Ist da was drin? Tonium, ja. Gut. So, dann gucken wir jetzt mal nach dem Schiff. Das wäre natürlich cool, wenn das mal klappt. So. Es ist wieder die gleiche Kombination. Mal 2, mal 3, mal 4, mal 5, mal 6. Und das war 720. Gucken. Ja. Das ist wahrscheinlich wieder auf der anderen Seite vom Planeten. Aber wir müssen ja sowieso noch rüber für die Fabrik und für die dieses Vorkommen. Ja, nur schade, dass wir vorher schon keinen Plutonium mehr hatten oder kaum noch. Ne, ich glaube, wir hatten gar keins. Wir haben das reingeladen. Oh, hier ist nicht der Ausgang. In die Düse. Und das war's. So, regnet es hier immer noch? Ja. So, ist hier... Gibt's hier überhaupt Tiere? Oh, da ist... Nee, ist doch keins. Schade. Ja. Boah, es ist so schnell. Und wir haben... kein Oxid. Fällt mir gerade ein. Weil das alles bei den Piraten aufgegangen ist. Ja, super. So. Nehmen wir das hier mal auseinander. Mal gucken, ob der Wächter uns angreift. Ist jetzt nicht. Wunderbar. Gehen wir mal schnell wieder rein. Ups. Hier drin geht's ja immer ganz gut wieder. Ja. Nochmal voll. So, jetzt haben wir genug Eisen gesammelt. Jetzt können wir mal die Gewebe. Den bewege ich mal da. Wollte ich den hinmachen? Ja doch. Mach ich mal so, dann stelle ich den anderen hierher. So, und jetzt müsste es reichen für den Anzug. Technologie, genau. Wärmeschicht Theta. Ja. Wunderbar. So, auch leider auch Oxide. Kalt ist es ja hier gar nicht. Also, aber auf dem nächsten Kälteplaneten sind wir schon mal gut gerüstet jetzt. So, jetzt werden wir es einfach mal versuchen, dass wir abheben, obwohl wir nicht ganz voll sind hier. Genau, Stürme gibt es hier nämlich auch noch. War lustig. So, uns fehlt nämlich noch ein bisschen Plutonium, aber es geht wirklich. Also wenn man an diesen Stationen extra landet, dann funktioniert das. Das ist ja schön, weil sonst hätte ich jetzt ein Problem gehabt, weil in der Nähe kein Plutonium war. Die Fabrik ist in einer Stunde da. Das Vorkommen in 10 Minuten. Und das Schiff ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Oh, auch eine Stunde. Okay, 2 Stunden, ja gut. Das Iridium. Oder das Ding meint den Planeten generell. Aber ja, mal gucken, was das jetzt sein wird. Wir brauchen ja theoretisch auch Iridium, wenn wir mal ein besseres Schild einbauen wollen. Was ich eigentlich mal machen will. Weil so oft, wie wir von Piraten belästigt werden, wäre ein Schild schon gut. Auch wenn es dann ein bisschen besser hält, aber trotzdem. So, wir sind angekommen bei diesem Ding hier. Was ist das? Weiß man das? Bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt hier wirklich landen soll. Weil wir denn vielleicht das Problem mit dem Plutonium kriegen. Ich mach das einfach mal. Was soll das? Ich kann mir vorher alles ins Schiff laden. Falls ich... Oh, das ist schon voll. Falls ich sterben sollte. Tamium rüber, das rüber... Ist rüber. So, mal gucken. Achso, ich bin... Oh, ich bin schon ausgestiegen. Was ist das jetzt? Kupfer. Oh. Da gab's viel. Ja, ist zum Glück kein Sturm. Oh. Da müssen wir auch bald aufpassen, weil bald ist der... Strahl hier... Oh, was? Wir gucken mal. Irgendwas da ist Tamium. Das brauchen wir nicht unbedingt. Mann, wir brauchen Plutonium. So. Rein ins Schiff. Und vollladen. Naja, dauert natürlich ewig. Es ist unglaublich, wie schnell dieser Schutzanzug leer wird. Selbst ohne Sturm kann ich nur ein paar Sekunden draußen bleiben. Und ich weiß noch nicht, wie ich hier überhaupt wieder wegkommen soll, weil ich habe mir in der Nähe schon die Gegend mal angeguckt. Und es ist kein Plutonium da. Ich glaube, ich rufe jetzt mal an und hole mir einen Tipp. Schutzkameraden! Ja, wo soll ich denn hier Plutonium herkriegen, wenn in der Nähe nichts ist und ich nur ein paar Sekunden draußen bleiben kann? Ja, da gehst du raus, machst du alle hinne, gehst du wieder rein. Da geht das schon. So, wieder werden.
Naja, da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als das so zu machen. Meine Herren, ich habe es endlich geschafft, ein bisschen Plutonium zu finden. Das ist ja... Der Planet ist... Genauso wie der Kälteplanet, auf dem wir einmal fast gestrandet sind. Das war... uncool. So, und der Giftschaden hier, der ist extrem. Ja, da steht ja schon extrem. Hahaha, aber der ist wirklich schlimm. So, jetzt können wir abheben. Laden wir den Rest auch gleich mal rein. Und dann gehen wir mal zur Fabrik. Ich hoffe mal... Ich guck mal, dass ich da landen kann und wenn nicht, ist jetzt echt kein Plutonium mehr. Sonst hätte ich mir so einen Überbrückungschip mal bauen können und gucken, ob das denn auch klappt. Dass man auch ein leeres Schiff dahin rufen kann zu dieser Signalsäule, dass man da abheben kann und nichts für bezahlt. Ach, in meinem Schiff müssen wir dann auch noch wieder abheben. Da brauchen wir auch noch Plutonium für. Ja, war das Kupfer? Haben wir jetzt nicht so viel mitgenommen, weil das doch ein bisschen komisch war. Und jetzt, Moment mal. Das Multiwerkzeug müssen wir auch noch vollladen. Da kann man aber auch... Ja, da kann man auch Tamio reinladen. Es gibt andauernd Stürme. Das ist so absurd. So. Der ist wieder okay. Ich ein bisschen Plasmawerfer benutzt. Gar nicht. Aber den werde ich gleich benutzen, wenn ich die Tür aufspringe. Das werden wir diesmal mit Granaten machen. Dann können wir vielleicht direkt rein. Ohne, dass uns die Leute da angreifen. So, wir haben es geschafft. Ich frag mich gerade, ob es vielleicht klüger gewesen wäre, kurz nochmal auf der Raumstation irgendwo was zu kaufen. Aber ich schaffe es so. Da ist dieser komische kleine Turm. Der sieht aus wie Plutonium. Aber das werden wir, glaube ich, nicht schaffen, dass wir bis da hinten... Ja, vielleicht schon. Gucken. So, da ist der Turm. Da versuche ich mal dran zu landen. Ich hoffe, das macht er. Das ist schade, dass man nicht nach unten gucken kann, so richtig. Wir landen einfach mal hier. Könnte geklappt haben. Obwohl so der Planet ganz freundlich aussieht. Ich verstehe jetzt nicht, warum das hier so krass sein muss. Ist der hier? Ja, der ist dahinter. Sehr gut. So, dann nehmen wir... Oh, hier ist... Ja, hier ist ein bisschen Plutonium. Können wir das mitnehmen. Leider sind hier auch... nichts gefunden. Ja, schade. Wächter unterwegs, habe ich gerade schon gesehen. So, das ist... Da ist Plutonium auch noch. Sehr gut. Dann können wir das nämlich auch noch mitnehmen. Ist auch welches? Nee. Das können wir mal entdecken. Man muss immer so lange warten, wenn man hier... Oh, da ist noch mehr Plutonium. Sehr, sehr gut. Dann sind wir ja doch gerettet. So, als erstes werde ich jetzt mal versuchen, die Tür aufzusprengen. Damit wir da ein bisschen schneller regenerieren können als im... Ich hoffe mal, das geht jetzt schnell. Nachladen, nachladen. Nicht, dass die uns umbringen. So, wir rennen schnell rein. So, hier müssten wir jetzt eigentlich auch vor den Wächtern sicher sein, weil die können uns hier drin nicht sehen. Ne, die können uns nicht sehen. Ja, deaktiviert. Wunderbar. So, das hat ja schon mal geklappt. Schild ist auf Maximum. Nehmen wir das Tier auch noch mit. Jawohl. Und das hier ist jetzt der verbesserte Minenlaser. Breitschussadapter. Schüsse des Blitzwerfers erhalten einen breiten Zerstörungskegel. Reichweite und Feuerrad des Geräts werden reduziert. Den Kampf gegen Ziele unmittelbarer Nähe. Eine Shotgun oder was? Brauchen wir aber auch nicht unbedingt. So, und jetzt schaffen wir hoffentlich das Rätsel hier drin. Oh, ich guck mal, ob wir aus dem Raumschiff Sachen rübernehmen müssen. Nicht, dass die jetzt irgendwas von uns wollen, was wir da reinstecken und dann haben wir es gar nicht. So, brauchen wir Plutonium vielleicht? Ich guck mal raus und nehme mal ein bisschen Plutonium mit. Ist hier welches? Hallo? Nehmen wir schnell welches mit, nicht, dass wir da Plutonium aufladen müssen. Ja, natürlich. Jetzt, jetzt kommt so ein Blödsinn. Kann ja nicht sehen, wie viel ich noch hab. Testobjekt. Ach so, Corvex-Anwex 5. Corvex ansehen, okay. Sehr gut. Hier ist ja auch direkt Plutonium. Ja, nehmen wir mit. Wenn es nicht so viel ist. So. Ja, ja, da ist der Wächter schon wieder. Hier weg. So, zack. Jetzt nehmen wir einfach alles mit hier. Weil wir brauchen ja auch Plutonium, um vom abgestürzten Schiff wieder wegzufliegen. Das hier ist alles nix. Scannen einmal. Ist noch was Tolles da? Oh oh, der ist offline jetzt,
Oh, das ist auch noch scheiße. Okay, ein Glück haben wir aber noch ein Schild. So, jetzt müssen wir eigentlich genug haben für alles. Hier drinnen auch? Nee. Wir laden uns mal voll. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir... Oh, hoffentlich schaffen wir das. Das wäre natürlich cool, wenn wir jetzt irgendwas ganz Tolles kriegen. Gefahrengut-Handschuhe zum Beispiel. Die Anzeige ist voller Produktrezepte, aber das System stürzt ab. Neben einem Countdown-Timer erscheint eine Fehlermeldung. Warnung. Countdown-Timer. Okay, wir speichern die Daten. Nicht, dass der Countdown, dann fährt alles runter. Haben wir's? Ja, der Terminal wird sofort zurückgesetzt. Ich erhalte eine Belohnung. Wunderbar. Neues, das konnten wir nicht. Oh nein, die mussten wir... Mussten wir die mal kaufen? Suspensionsflüssigkeit? Kohlenstoff? Mussten wir die sonst immer kaufen? Ich weiß es nicht. Nee, Moment mal, das war falsch. Man braucht es ja auf alle Fälle für die Warp-Zelle. Da braucht man ja die Antimaterie für... Nee, für Elektronendampf. Die mussten wir vorher kaufen. Die war mal richtig teuer. Sehr gut. Oh, das war... Ja, das war mal gut. Das war mal was Gutes. Okay. Ist noch Sturm? Ja. Dann muss ich jetzt den anscheinend noch abwarten. Dann hole ich mir noch Plutonium und dann gucken wir mal... Das... Ah, ja, okay. Das ist weit weg. Gucken wir mal, dass wir das Plutonium noch holen. Und dann gucken wir uns mal das Schiff an. Vielleicht ist ja diesmal was Gutes dabei. Das Schiff anzugucken hat jetzt nicht mehr geklappt, aber das steht dafür in der nächsten Folge gleich als erstes auf dem Plan. Also dann bis zum nächsten Mal im No Man's Sky.